Ja, grüß euch, liebe Wanderer. Wir sind wieder mal unterwegs. Heute in Bad Bleiberg. Das ist ein bisschen oberhalb von Villach. Wir sind da auf etwa 900 Höhenmeter jetzt und wandern heute zum Hausberg der Bleiberger, zum Kobesnock. Und da wollen wir euch mitnehmen. Gehen wir so an. Passend. So, die ersten 530 Höhenmeter sind geschafft. Wir haben mal eine kleine Zwischenetappe. Wir sind da jetzt am Zeber auf 1480 Meter, wie man da richtig erkennen kann. Und unser Ziel ist der Kobesnock. Stunde 15 laut der Tafel. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt auf dem Grat herum und haben da links unten versteckt. Das tut deppert. Ja, cool. Schön links unten. Ja. Schaut. Also nochmal von vorne, da linker Hand. Haben wir den Blick ins Geiltal, irgendwo da hinten versteckt. Upsi. Und auf der anderen Seite schauen wir, haben wir Blick Richtung Trautal. Herrlich. Ja. Ja, jetzt ist nicht mehr weit. Und da unten sehen wir jetzt das sogenannte kalte Loch. Kalt vermutlich, weil es da ein bisschen aufpfeift. Schönes, geiles Felsenfenster. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, die letzten paar Meter, da war den Grat rauf noch, mit Seil versichert. Und da oben sieht man das Kreuzerle aus, ein leichten Spitzerle. Gleich haben wir es geschafft, da sind wir da.
Ah. Geil. Wieder mal geschafft, bergheil oben angekommen, wir sind sauber und wieder mal geile Bilder vom Gipfel. So, knapp sechs Stunden später und 13 Kilometer zurückgelegt, sind wir jetzt wieder an unseren Ausgangspunkt in Bleibergkreuth angekommen. Ja,
mega anstrengend, mega weit gegangen, aber coole Tour, sau coole Tour. Hat Spaß gemacht. Meine Frau hat brav mitgehalten. Alles tippitoppi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. To the black.